Andi, im neuen Allianz-Stadion gleich mal ein Tor gemacht. Das erste Tor, historisch, wie war das Erlebnis für dich? Na, ist ein wunderschönes Stadion. Es macht immer wieder Spaß, mit meinen alten Kollegen gegen ehemalige Gegner zu spielen. Und man sieht ja, dass wir nicht mehr einen höchsten Fitnesslevel haben. Durch das sollten wir für unser Stadion bauen, wo es Laufen leichter fällt. Aber das gibt es leider auf der ganzen Welt nicht. Aber es ist wunderschön. Und ich habe gesagt, da wird Rapid sehr, sehr viel Freude und viel Erfolg drin feiern noch. Ein Tor auch gleich heute gemacht und man hat gesehen, du hast nichts verlernt. Trainierst du noch regelmäßig? Nein, ich trainiere nicht mehr viel. Ich meine, ich habe zwei kleine Söhne, mit denen gicke ich Spaß, ich habe ein bisschen herum, aber es war Glück. Rapid im neuen Stadion, was glaubst du, ist da möglich? Ja, muss man abwarten. Es sind natürlich einige Leistungsträger wieder abhanden gekommen, aber trotzdem glaube ich, hat man gute Spieler geholt, wo man wieder um einen Titel mitspielen kann. Und in dem Stadion werden sicherlich die Zuschauer die Mannschaft nach vorne peitschen und dann ist auch der Meistertitel drinnen. Auch wenn ich jetzt den Mike Büskens ein bisschen Druck gemacht habe, es tut mir leid, Mike, aber ich wünsche dir alles Gute, Junge.